Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der Nord-Ausnahmezustand. Ganz genau. Und ja, wir waren beim letzten Mal hier in dieser lustigen Mission, muss ich sagen, Belagerungszustand. Und ja, Leute, es folgt die letzte Mission der des Add-ons der Bruderschaft von Nord. Todesschwadron, Leute, würde ich sagen. Gucken wir da doch einfach mal rein. Und, oh, Cutscene. Das ist ja nicht mal eine Explosion. Okay. Oh Mann. Schon wieder eine Mission mit begrenzten Einheiten. Ach, ich könnte doch kotzen. Aber gut, Leute, egal. Kriegen wir auch schon hin. Nach unserem Rückschlag in Europa konnten wir uns nur schwer erholen, da die DDI Gebrauch von ihrem Ionenwerfer gebracht hat. Jetzt können sie diese Superwache auch in Nordafrika einsetzen. Auch wenn unsere Truppen begrenzt sind, müssen sie die Kommunikationszentrale zerstören. Oder man wird uns aus ganz Afrika verdrängen. Okay, Leute, das heißt, wir haben wieder eine Mission mit begrenzten Einheiten. Das heißt, langsam. Gut, liebe Leute, ja, willkommen an diesem Sonntagabend. Und jetzt hier mit voller Tatendrang, weil ich noch zwei freie Tage tatsächlich vor mir habe. Das ist viel angenehmer. Und ja, würde ich sagen, gehen wir hier mal los. Eine Sache gibt es zu sagen, liebe Leute. Es wird diese Woche tatsächlich die ganze Woche über Command & Conquer geben, weil ich mich noch nicht entschieden habe bezüglich dem neuen Projekt. Da muss ich nochmal gucken, also neuem Sekundärprojekt. Da muss ich nochmal gucken, ja, was ich da spielen kann. Mir fehlt im Moment Dino Crisis vor. Aber, ja, erstmal hier weiterkommen. Also, Leute, dann. Was ist denn das hier? Ach, da ist eine Basis schon. Es ist eine GDI-Basis. Okay, Leute. Und ja, wie gesagt, jetzt diese Woche volle Command & Conquer Power. Und ja. So, da ist die Basis, liebe Leute. Aber dass ich jetzt erstmal hier schon mal das hier erkundet habe, das kann ich doch theoretisch schon mal speichern, oder? Genau, das kann ich doch schon mal speichern. Gut, Mission 8 etwa. So, Leute, dann bin ich mal gespannt, wie man hier in diese Basis reinkommen soll. Da fährt ein Jeep. Was will der Jeep? Ach, der fährt nur rein. Okay. Gibt es hier einen Hintereingang? Nein, hier gibt es keinen. Ah? Hm. Machen wir denn da? Die Energie könnte ich platt machen, aber dann kommt wahrscheinlich ein Orca, ne? Wartet mal, ich speichere das nochmal. Wenn ich jetzt hier drauf schieße, kommt ein Orca, oder? Nein, dann kommt kein Orca. Okay, dann ziehen wir den hier noch mit da hoch. Dann kommt er mit einem... What? Mit einem Kommando kommt er da an, aber er repariert es. Der repariert das. Ha! Okay, und der Kommando läuft zurück. Interessant, liebe Leute. Das ist echt interessant. Hm, wie soll man das machen? Wartet mal. Ich habe jetzt hier beide Tarnpanzer. So. So, doppelt. So. Und bam. So, aber er repariert es halt, ne? Der repariert es halt und dann kommt ein Raketenpanzer. Ja, dann kommt ein Raketenpanzer. Verdammt! Ja. Das ist jetzt aber doof, dass da jetzt ein Raketenpanzer kommt, ey. Was zur... Ach, toll.
gut. Scheiße. Da hat er mein Dings gekriegt. Mission 6 Add-on 3? Was habe ich denn da gemacht? Na gut. Da hat er mein Ding gekriegt, meinen Kommando. Und ich muss mal gerade einmal meine Uhr umstellen. Wartet mal, ich muss mal meine Uhr anmachen. Weil oben der Timer ist wieder im Arsch. Oh, 20 Minuten, komm. Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Ich muss nur eine Kommunikationszentrale platt machen, ne? Da ist eine Geldkiste. Aber da komme ich nicht rein. Da komme ich absolut nicht rein. Vielleicht... Ach du Scheiße. Raus, da raus, da raus, da raus. Da, okay. Vielleicht hier durch eine Mauer rein. Das könnte klappen, ja. Hier hinten durch eine Mauer rein. Das könnte klappen. Oh, jetzt kommt dieser blöde Hubschrauber. Okay. Und mach den Hubschrauber, okay. So, da ist ein Loch jetzt. Alles klar. Die Frage ist halt, wie kriege ich das jetzt rein, ne? Ich habe ein paar Einheiten zwar. Die drei Manniken, die könnten sich ja... Wartet mal, die könnten sich um den Orca kümmern. Wenn sie denn bitte nicht. Boah. Okay. Gut. Der Panzer kommt. So. Ja, was denn jetzt, Panzer? So. Wartet mal, ich hab doch noch den Gummipanzer hier, ne? Oh nein, der Jeep. So. Bam. Sehr gut. Okay, der Jeep ist schon mal weg. Gummipanzer, komm, drauf da. Los. Die beiden Manniken brauche ich für den Orca. So. So, dann mach den weg. Los, mach den weg. Sehr gut. Ich muss irgendwie den Orca platt kriegen. Ich glaube, die können auch auf den Orca schießen. Ja, die können auch auf den Orca ballern. Dann mach das mal. Ich muss irgendwie diese Hubschrauber wegkriegen, ey. Verdammte Hacke. So, da ist der Hubschrauber. Na toll. Okay, die Manniken sind weg. Aber ich kann ja jetzt mit einem Panzer die Basis erkunden. Was hat er denn hier alles rumstehen? Hä? Das ist gar nicht mal so viel, was der hier hat, ne? Das ist... Ja. Interessante Mission hier. Oh, da ist zu. Okay. Verdammt. Da ist zu. Was wäre denn? So. Und mach dich unsichtbar. So. Genau. Weil sonst habe ich ja eigentlich nichts, ne? Das ist doch blöd jetzt hier. Was wäre denn, wenn ich jetzt mit denen hier reinfahre? Da kommen ja auch die anderen Einheiten, ne? Wartet mal. Diesen Orca, mach den platt, Mann. So, okay, wunderbar, der Orca ist weg, Leute. Puh, aber der Panzer ist jetzt schwer beschädigt. Das ist gerade ein bisschen blöd. Wie soll ich jetzt diesen Panzer da wegkriegen hier? Ja, das ist jetzt gerade doof. Wie soll ich das machen? Wartet mal. Ich kann ja auch... Wartet mal, ich lade das nochmal. Ich kann ja auch auf der rechten Seite reingehen, ne? Ich hatte ja davor gespeichert, genau. Ich kann ja auch auf der rechten Seite einfach... die Mauer aufschießen, weil hier links ist ja zu. Ja, das ist ja... Oder wartet mal, ich habe eine andere Idee. Wie wäre es, wenn ich das einfach mal versuche? Mission
8 Add-on. Wenn ich einfach mal versuche, hier reinzufahren. Ich weiß, dann aktivieren sich die Türme, ne? Ja, ja. Aber hey, das hat geklappt schon mal. Nein, ach, Mann. Verdammt. Das hat nicht geklappt. Ach, Manno. Na gut, kommt dann. Knifflige Mission am Ende. Verdammte Hacke. Ich kann hier da ein Loch reinschießen. Dann kann ich ja da reinfahren, genau. Ich kann ja da ein Loch in die Mauer schießen. Ich meine, so ist ja nicht. Ja. So, ich kann ja hier ein Loch reinballern. So. Das war's. Und dann kann ich ja jetzt hier reinfahren. Da ist auch voll. Ja, aber wartet mal. Ich kann meine ganzen Einheiten doch nach da hinten ziehen. Das kann ich doch machen, Leute. Hm. Das muss ich dann aber Schritt für Schritt machen hier. Oder? Wartet mal. Da ist eine Kiste, aber da ist wahrscheinlich nur Geld drin. Komme ich so hier rein? Ja, hey, schaut mal. Da steht noch ein Mammut, ja. Oh Mann, ein Bauhof. Wo ist denn jetzt... Ach du Scheiße. Da ist auch zu. Okay. Hier ist alles zu. Wie soll ich das denn machen, Leute? Das ist ja nicht euer Ernst jetzt. Fahren dem Mammut vorbei. Da ist das Ding. So, da ist das Teil. Schaffe ich das mit den beiden Dingern? In Ordnung. Das könnte ich schaffen, ne? Wenn ich mit den Einheiten hier... Bestätigt. Wartet mal, das probiere ich jetzt einfach mal. Ach, dieser blöde Verteidigungsturm. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. Ja. Jawohl, Sir. Der wird trotzdem treffen, ne? Das ist... nicht da jetzt... Oder eine Energieanballere. Warte mal, Mission 8. Add-on. Wartet mal, wenn ich hier jetzt... mit diesem einen Panzer mal... mit dem Gummipanzer mal diesen Turm hier angreife. Da bewegt sich aber noch nichts, ne? Da bewegt sich aber noch nichts. Wartet mal. Eine andere Idee. Ich kann doch mit dem hier einfach hier oben rein und... So. Wartet mal, Leute. Mach den platt. So. Der ist schon mal weg. Gut, weil der kann dann nämlich Aufmerksamkeit erregen. Der Mammut, das ist das Problem, Leute. Der Mammut ist das Problem. Aber wartet mal. Ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Ich habe... Das ist doch die Idee. Ich kann doch mit dem Mammut angreifen. Das ist jetzt der Masterplan hier. So, da kommen die Mannequin und der Mammut. So, der Mammut ist weg und dann jetzt hier... Der funktioniert immer noch. Scheiße! Aha, hier oben. Aber der repariert das wahrscheinlich, ne? Und dann kommen auch die Raketen ein. Ja, okay. Gut, aber das ist doch mal interessant zu sehen. Ich muss irgendwie den Kommando da durchkriegen. Das muss ich doch irgendwie schaffen. Ja, wartet mal. Wartet mal. So, da kommt der Kommando von ihm. Der wird sogar auf meinen Kommando. Er schießt jetzt als erstes. So. Okay. Ein Flammenwerfer. Könnte ich noch mitnehmen, ja. Gut, aber sobald ich da angreife, kommen diese Raketenpanzer halt angeschissen. Ne?
Aber wartet mal. Speicher das nochmal bitte. Mission 8. Not 8. Head on. So, weil wenn ich jetzt mit dem nämlich die Energie hier platt mache. So, dann ist hier aber Sense, ne? Dann ist hier Sense, dann kommen die beiden Raketenpanzer. Okay, Leute. Geh bitte auf diese Raketenpanzer. Gut. Jetzt kommt alles. Jetzt kommt alles. Okay. Bam, ja. Jetzt kommt alles auf diesen Scheiß. Okay. Wartet mal. So. Und jetzt einfach da oben. Ah, okay. Das könnte aber klappen. Ha. Das könnte aber echt klappen, ne? Aha, wartet mal. Okay, Spiel laden. Ich will, glaube ich, einfach nur dieses Ding da platt machen. Okay. Ach, das ist wieder so eine gewiefte Mission hier. Ja, wie die ganzen vielen neuen Kommentarschreiber auch festgestellt haben, das ist echt eine gewiefte Mission, ey. Also viele gewiefte Missionen im Add-on. Aber ich kann ihm ja die Energie wegnehmen. Aber das reicht halt nicht. Hey, das ist ja der Scheiß. Das reicht ja nicht, die eine Energie, wenn die weg ist. Das ist natürlich... Ich muss den dahin packen. Genau, dann trifft der Turm nämlich nicht. Okay, wenn ich das nämlich platt mache, dann kommt alles. Dann kommt... Ja... Nee. Wenn ich jetzt diesen ersten Raketenpanzer platt mache, dann kommt alles. So, dann kommt alles. Und jetzt könnt ihr hier... So. So, Leute. Könnt ihr dann die ablenken? Ha. So, den Gummipanzer, die noch ablenken. Und dann hier noch. Und dann hier, das war's doch dann schon. Yes, Mann, geschafft. Geschafft, Leute. Oh mein Gott, das Add-on ist durch. Yes. Ah, zum Glück die korrekte Taktik beim fünften Anlauf erst gefunden. Nee, schon gefunden. Meine Fresse. Sehr schön. Cool. Ja, so kann man es doch machen, oder? ja, wir haben natürlich nicht viel platt gemacht in dieser Mission, aber komm, das ist auch. Das ist auch nicht. War auch nicht das Ziel. So. Leute, das Add-on ist durch. Zumindest von der Not-Seite. Es gibt aber noch die Konsolen-Missionen. 4 Stück. Von den DJI 6 Stück. Würde ich sagen, Leute. Die spielen wir alle jetzt in dieser Woche hoffentlich durch. Ich weiß nicht, wie groß die sind. Gut. Dann würde ich sagen, Add-on geschafft. Ich weiß jetzt nicht, wie schwierig diese Konsolenmissionen sind. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Kommt. Und ja, wartet mal. Dann wird... Oh, hat sie. Ja, die Cutscene haben wir jetzt schon 3. Mal gesehen, ne? Oh, okay. Mobilisiere Truppen. Okay. Die Einacke Not 97 Special Ops 01. Eine Konsolenmission, Leute. Die einheimischen Zivilisten nutzen ein Gebiet, das die Bruderschaft braucht. Vernichten sie die gesamte Stadt und alle Zivilisten. Ich bin sicher, dass kein Zivilist, der zur DDI-Basis im Norden entkommt. Zwei Flammenpanzer. Okay. BMTs. Frage ist halt jetzt... Ach! Da ist schon ein Tümchen da. Oh, guck mal, was da kommt. Grenadiere. Die sind direkt weg.
So, bam, hier. Los. Gut. Ja, Leute, erste Konsolenmission hier. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet bei denen. Aber interessant, echt. So, Leute. Mach mal diese Verteidigungstürme hier platt. Und ein Kampfpanzer. Oh, scheiße. Kampfpanzer. Die sind aber halb tot. Halb kaputt, ne? So. Ach, lass doch mal die Flammenpanzer in Ruhe. Mensch. Blöde Flammenpanzer. Ach, blöde Kampfpanzer, wollte ich gerade sagen. So. Dann bin ich mal gespannt. Es darf keiner zur GDI-Basis abdurchrücken. Okay, Leute. Bin ich mal gespannt. Da stehen noch ein paar Minikins. So, dann hier. Das kann der Flammenpanzer machen. Das ist kein Problem. So, bam. Putz hier. So. Gut. Dann würde ich mal sagen, speichern. Not Konsole 1. So, liebe Leute, dann bin ich mal gespannt. Hier kann ich nicht mit den Mannequin rein. Karte ist auch nicht sonderlich, ne? Groß. Die Karte ist ja mini. Was ist denn hier los? Ist ja eine Mini-Karte. Okay. Aha, da ist ein Grenadier. So. Stärkung, okay. Artillerien, oh mein Gott. Okay, lässt du mal den Flammenpanzer in Ruhe? Artillerien, geil. Kommt mal her, ihr Leute. So, dann macht ihr den mal platt, bitte. Der Penner hat natürlich einen mitgenommen, ne? Ist klar. So. So, BMTs, ja. Die BMTs, die können gut Mannequin schnitzeln, genau wie die hier. Gut, dann würde ich mal sagen, dass ich die Mannequin mal noch hier stehen. Also bis jetzt geht das ja noch. So, dann blockiere ich mal den Weg zum Dorf. Speichere das nochmal. Schon die GDI-Basis im Norden. Da ist die GDI-Basis, glaube ich, oder? Was ist das da? Das können die Artillerien machen. Haha, da sind die Bürger! Ey, 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 ey! Nix da! Nix da! Boah, die sind aber flott hier unterwegs. Ach du Scheiße! Okay. Gut. Bam! Geil! So. Und bam! Genau. Genau. Luftangriff! Ja gut. Ja, das geht noch, Leute. So, ich muss einfach nur dieses Dorf hier platt machen, oder was? Dann mache ich jetzt einfach mal das Dorf hier platt. So, Leute. Mach das platt. Los. Ja, wobei mit dem Flammenpanzer geht das schneller. Der soll sich aber bitte nicht selber platt. Ach du Scheiße! Mammut! Okay. Ja, okay, Leute. Einfach nur dieses Dorf hier platt machen. Die Scheune, ja. Oh, no mercy. Ach nee. Was willst du denn jetzt hier? Blöder Mammut. So, ja toll. Scheiße, Mann. Ja, kacke. Ach, Mammut. Ja, das ist jetzt blöd gelaufen, ey. Gib mir, das sind Flammenwerfer, ne? Oh, ihr Raketenwerfer, kommt. Ich brauche euch jetzt mal hier gegen den Mammut da. So. Auf den Mammut. So. Was? Okay. Ah ja, gut. Muss ich echt nur dieses Dorf hier platt machen? Tatsächlich. Ich muss nur dieses Dorf hier platt machen, ey. Ja dann. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, Leute. Also vom Add-on bin ich was Schwierigeres hier gewohnt. Also, ja. No mercy. No mercy for the weak.
Ratatat, ratatat, ratatat. Und ja, liebe Leute, freut mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Gut, willkommen, Conker Remaster. Und, ja. Dann haben wir wahrscheinlich schon die erste Konsolenmission hier fertig, wa? Pünktlich zum Folgenende. Ja, ich werde diese Woche 30 Minuten Folgen machen, weil ich habe, wie gesagt, 2 Tage frei. Und von daher, ja, Franz Haus ist das Letzte. Ratatat. Ich finde es auch geil, dass Maschinengewehre ein Haus platt machen können. Das ist ja auch, ja gut, kommt. War das war echt alles, ey, das ist unglaublich. Unfassbar, Leute. Wie einfach. Was war das denn bitte? Ja gut, aber wir haben eine Bonusgalerie. Die gucke ich mir gleich nochmal an, Leute. Ja. Das war ja eine easy Mission jetzt. Ja gut. Was ist das jetzt hier? Nein, nein, nein. Um Gottes Willen. Beenden bitte. Ich will noch nicht weitermachen. Ich will mir erstmal die Bonusgalerien hier angucken. Ey, was haben wir denn da? Hier, das hier. Das ursprüngliche Cover. Originale Cover-Hintergrundillustration. Sie wurde möglicherweise für die Spielverpackung und Werbematerialien eingesetzt. Genau, das kenne ich noch. Was ist das jetzt hier? Noch einmal von vorne. Ach, das ist die Sprecherin. Ach, krass. Kia Hunzinger ist so eine Deutsche, so wie sich das anhört. Die Stimme von Eva versucht, ihre Stimme so klingen zu lassen, wie bei der originalen Fassung von 1995. Aufgenommen am 13. November 2019. Das ist also die Dame, die hinter der Eva steckt. Cool. Leute, richtig cool. Hier ist noch irgendwas frei. Was ist das denn hier? Ach, der sehr ikonische Dr. Möbius. Ja. Richard Smith in der Rolle des Dr. Möbius. Dieses kultige Standbild von Dr. Möbius wurde sowohl innerhalb des Spiels als auch für die Veröffentlichung in den Medien verwendet. Der Name des Charakters tauchte im englischen Originalspiel mit der so Schreibweise Möbius, aber auch als Moebius auf, wobei in späteren CMC-Spielen dann konsistent Mobius bzw. Möbius im Deutschen verwendet wurde. Zu Ehren des Tiberium-Forschers und des Möbius-Bands wurde Mobius während der Entwicklung zum internen Codenamen des Remaster-Projekts. Ach, cool. Ja, das war der verrückte Wissenschaftler. in dem einen Video. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter hier mit der Konsolenmission Nummer 2. Und ja, Leute, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen. Und ja, bis hier weiter geht's immer das nächste Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.